Hallihallo, ihr lieben Fräuleinchen, zu einem neuen Foodhaul von mir. Ich habe gerade wieder unseren Wocheneinkauf bei Edeka gemacht und zeige euch wie immer, was alles mir durfte und wünsche euch viel Spaß beim Ansehen. Ja, bevor wir loslegen, geht es natürlich wie immer los mit unserem Wochenplan. Und ihr seht es vielleicht im Hintergrund, hier hat sich am Wochenende einiges getan. Ich dachte, es wird einfach Zeit für eine kleine Veränderung und ja, aus der kleinen Veränderung irgendwie, keine Ahnung, habe ich 2 Tage rumgeräumt, geputzt wie eine Irre. Bei Instagram hatte ich euch mitgenommen. Ja, es war schon ein bisschen verrückt. Was wir so alles gemacht haben, zeige ich euch einfach im nächsten Vlog. Ich denke, da passt ein bisschen besser rein wie in ein Foodhaul. So, und jetzt geht es los. Wochenplan, genau. Ich habe diese Woche, ehrlich gesagt, nur 6 Tage eingeplant. Denn in letzter Zeit ist es eigentlich jede Woche so geendet, dass wir mindestens einmal Döner essen waren. Und deshalb, wie gesagt, ein Gericht weniger, weil jetzt läuft eh wieder drauf hinaus, dass wir spätestens am Samstag zu unserem Lieblingsdöner fahren. Ja, also bei uns gibt es heute Wraps. Dann gibt es eine Schupfnudelpfanne und Salat. Dann haben wir einmal Kassler mit Kartoffelpüree und Sauerkraut. Dann wurde sich vom Janis Fischstäbchenburger gewünscht. Die hatten wir schon ultra lange nimmer. Und dazu gibt es selbstgemachte Pommes. Dann haben wir einmal Kartoffeln mit verschiedenem Gemüse und Salat. Und einen Linseneintopf. Den nehmen wir, glaube ich, mit schon seit 2, 3 Wochen mal wieder. Genau, richtig. Ich hatte einiges da, deshalb musste ich jetzt nicht so viel für die Gerichte einkaufen. Aber ich habe auch ein paar Sachen nicht bekommen. Da werde ich halt später noch zu Rewe fahren. Unter anderem wollte ich noch ein Proteineis. Das habe ich nämlich mir beim Rewe geholt am Wochenende. Das ist so, so mega lecker. Hat überhaupt nicht viel Kalorien. Das sind so Becher. Genau, das möchte ich mir noch holen. Protein-Puddings. Weil die waren im Edeka heute echt extrem teuer. Und der Grießpudding, Protein-Grießpudding, den ich ja immer ganz gerne esse, der war ausverkauft. Und was ich noch gerne gehabt hätte, wäre noch ein anderes Chunky-Flavor. Ich hatte mir ja letzte Woche eins mitgenommen mit Salted Karamell. Und die haben halt leider im Moment nur diese eine Sorte. Ich hätte aber gern noch Schoko oder so. Ich habe auch schon auf der Internetseite von, wie heißen die, More Nutrion, habe ich schon geguckt. Da ist auch Schoko ausverkauft im Moment. Genau, deshalb versuche ich später mein Glück beim Rewe noch. So, jetzt geht's aber wirklich los. Also für die Schupfnudeln, Pfanne brauchen wir natürlich auch Schupfnudeln. Da habe ich jetzt 2 solche Pakete mitgenommen. Genau, diese Kartoffel-Schupfnudeln. Dann habe ich eingekauft Tiefkühl-Rosenkohl. Ich hatte so Bock auf Rosenkohl, das wird es dann zu den Kartoffeln geben. Ich habe nämlich noch Brokkoli und Blumenkohl in der Truhe. Genau, und das dann noch dazu. Oh, so, so lecker, da freue ich mich jetzt schon drauf. War gerade eben der Fokus weg. Gibt es ja nicht hier. So, dann für die Fischstäbchenburger habe ich natürlich auch Fischstäbchen eingekauft. Gleich 2 Pakete. Eins ist ein bisschen arg knapp. Genau, deshalb wie gesagt 2 Stück. Dann habe ich hier dann auch noch Fleisch, unter anderem halt auch den Kassler mitgenommen. Und ich habe noch eine Hähnchenbrust für die Nuggets, für die Wraps. Die Kinder wollten allerdings halt Chicken Nuggets auf die Wraps machen. Genau, und deshalb habe ich mir einfach eine Putenbrust geholt. Jawohl, Kassler war übrigens im Angebot. Deshalb gibt es das bei uns diese Woche. So, dann habe ich von McCain diese Chef Fries geholt. Das sind diese Crispy Kringle. Einfach so, weil sie im Angebot waren. Also die brauchen jetzt eigentlich nicht für was Bestimmtes. Vom Janis wurde es sich gewünscht, ein Schlemmerfilet à la Bordelaise. Da habe ich das hier mitgenommen. Das ist so teuer geworden. Also mir ist das heute auch wieder ganz extrem am Einkaufen aufgefallen. Produkte, die ich wirklich schon lange einkaufe, auf die habe ich heute teilweise verzichtet, weil ich echt so geizig war. Also ich finde es echt richtig schlimm und ja, wo soll das noch hinführen? Es wird ja nicht besser, im Gegenteil, es wird ja immer schlimmer im Moment. Furchtbar. So, ein bisschen Aufschnitt habe ich noch geholt. Gekochter Schinken, den essen wir momentan alle gerne. Und der Bauernschinken war im Angebot, genau. So, dann habe ich für die Kids wieder Helche-Joghurt mitgenommen, 2 Stück. Dann, wie jede Woche, kennt ihr jetzt mittlerweile gekochte Eier. Ganz, ganz wichtig, dass die im Haus sind. Und dann habe ich noch 10 frische Eier mitgenommen. Die brauche ich für nichts Bestimmtes. Aber ihr wisst ja nicht, dass ich gerade am Intervallfasten machen bin. Und ich gucke aktuell, dass ich auch so, ja,
auf meine Proteine komme. Ne? Ich meine, es gibt Tage, da gelingt es mir nicht, aber ich versuche es halt. Und manchmal mache ich mir da halt ganz gerne ein Omelette. Da hat man schon echt richtig gut Eiweiß zu sich genommen. Genau. Und dann habe ich eingekauft wieder diese vegane Koch. Was ist denn das? Kochcreme? Genau, richtig. Mit 7% Fett steht da drauf. Auf Basis von Hafer. Und wir merken da ehrlich gesagt keinen Unterschied. Ich habe die jetzt schon ein paar Mal gekauft und ja, durfte dreimal zum Kochen mit. Dann habe ich mir wieder Speisequark mitgenommen. Allerdings zwei kleinere. Oh, und der eine, merke ich gerade, ist schon auf, der tröpfelt ganz leicht. Zwei kleinere, weil ich esse nicht unbedingt jeden Tag Quark und dann ist halt die große Packung auf. Ist auch doof und deshalb habe ich mir halt zwei kleinere geholt. Dann durfte noch einmal leichter Joghurt mild mit 0,1% Fett hat der. Ich habe allerdings noch drei Becher im Kühlschrank. Das reicht dann erstmal, weil wie gesagt, wir waren am Wochenende im Rewe. Ich weiß nicht, ob ihr seht, die Obstschale. Oh Gott, die sieht so winzig aus hier auf dem Bild. Das ist so ein Riesen-Oschi und die ist noch fast komplett gefüllt. Deshalb haben wir jetzt nicht, wie gesagt, ganz viel gebraucht. So, einen habe ich mir trotzdem gegönnt von Erma, der Halbprotein Chocolate Mousse. Das ist so lecker. Ich hatte jetzt am Wochenende auch mal das mit Vanille ausprobiert. War auch okay, aber ich glaube, das hier ist echt aktuell so, ja, mein Favorit. Definitiv, aber mit 1,90 €. Da nimmt man sich halt eine ganze viel mit. Ich hoffe, es ist bald wieder im Angebot. Aber ihr schreibt mir auch immer ganz, ganz viel, wo was im Angebot ist. Ich finde es immer voll goldig von euch. Ja, Kräuterquark leicht habe ich mir noch mitgenommen. Ich esse zum Beispiel ganz viel Reiswaffeln und seht ihr, die habe ich tatsächlich vergessen mitzunehmen. Muss ich mir auf die Rewe-Liste jetzt noch setzen. Genau, ich esse abends ganz gerne Reiswaffeln, einfach mit Gemüsesteaks, ein gekochtes Ei dazu. Und das möchte ich mir dann ganz gerne mal hier auf die Reiswaffeln oder aufs Knäckebrot machen. Knäckebrot habe ich mich auch immer da. Wir werden sehen. Genau. So, Tüte Nummer 1 ist leer. Mit den Kühlprodukten. Machen wir weiter bei Obst und Gemüse. Ich habe hier eine große Tüte und zwar ist da, sind da 6 gelbe Paprikas drin. Die brauche ich halt zum Kochen für die Schupfnudelpfanne. Oder ich habe es ja eben erwähnt, ich esse eigentlich jeden Abend Gemüsesticks, außer gestern Abend, weil ich habe am Wochenende so schwer geschafft. Leute, ich habe ja hier übrigens eine Fitbit geschenkt bekommen, also Gebrauch geschenkt bekommen. Und einfach, weil ich mal gucken wollte, wie viele Schritte ich so am Tag habe. Ich habe es gestern geschafft, 15.000 Schritte zu haben, weil ich 10 Stunden am Stück geputzt habe. Ich war nicht mal am Laufband. Ne? Das ist schon echt krass. Ja, mal so irgendwie interessant zu sehen, wie viele Schritte man so im Alltag macht. Und guck mal, es ist jetzt gerade erst kurz nach 9 und ich habe schon 3.000 Schritte. Das ist doch verrückt, oder? Naja, so, ich habe zum Kochen für die Schupfnudelpfanne noch zweimal Lauch geholt. War auch im Angebot. Und dann werden mich jetzt einige wieder steinigen, aber tut das ruhig. Ich konnte nicht drauf verzichten. Ich musste es jetzt schon kaufen, weil ich es aber so gerne esse. Und tada, ja, ich habe tatsächlich ein Paket Erdbeeren geholt, Erdbeeren aus Spanien. Aber ich habe so Lust drauf, mir die in den Quark oder in den Naturjoghurt zu schnippeln. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Oh, die riechen so gut. Oh Gott, und ich darf noch lange nichts essen. Bin ja am Fasten hier, ne? Ich habe noch ein paar Stunden vor mir. Oh Mann, muss gleich erstmal einen halben Liter abzischen hier, dann geht's wieder. So, Cherry-Tomaten durften auch mit. Sind bei uns irgendwie momentan dauerhaft bei Edeka im Angebot für 1,50 €. Genauso wie die Kartoffeln. Und deshalb habe ich da auch gleich nochmal einen Sack Kartoffeln dann mitgenommen. Wie gesagt, 1,50 € zurzeit. Dann habe ich noch Blaubeeren mitgenommen. Es ist überwiegend der Janis hier bei uns. Genau, also ich bin jetzt nicht so der Blaubeer-Fan. Ich kann auch mal ein, zwei essen. Würde jetzt aber wegen mir nicht unbedingt eine Packung kaufen oder so. Ja. Dann habe ich noch mitgenommen. Na, was ist das denn? 8 Tomaten. Genau, 8 Tomaten für einen Tomatensalat. So, mal an die Seite hier. Dann, was auch dauerhaft gerade bei unserem Angebot ist, schon seit einigen Wochen, sind Bananen. Für genau 1 €, habe ich dann auch gleich nochmal ein paar mitgenommen. Dann Mandarinen, denn Orangen sind da hinten, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, noch jede Menge. Und deshalb habe ich noch so einen Sack Mandarinen mitgenommen. Ja, so ein kleines Süße. Oh, lecker, lecker. Oh Mann, ey. Für die Wraps heute habe ich einen Kopfsalat mitgenommen. Ich hätte eigentlich ganz gerne einen Eisbergsalat gehabt. Gab es aber leider nicht. Ja, halt, ich war halt Montagmorgen, ne? Ist klar, da sind die halt noch am Auffüllen. Auf jeden Fall habe ich jetzt irgendwie so beobachtet, seit ich den in den Magen geschmissen habe, wie der immer mehr zusammenfällt. Ich glaube, da ist heute Mittag nicht mehr ganz so viel von übrig. Na gut. Und dann
muss ich Eisbergsalat sehen. Dann muss ich auch noch auf die Rewe-Liste schreiben. Ich habe schon einiges mitgekriegt. So, vier Salatgurken für Gurkensalat und die Lunchboxen. Und wieder einen Sack Äpfel, weil ihr wisst, wir haben unsere Vorräte gekillt. Das ging ruckzuck und deshalb braucht es jetzt jede Woche wieder. Und die sind auch momentan im Angebot für 1,50 €. Richtig cool. So, Obstgemüse ist leer. Machen wir mal hier weiter. Das ist irgendwie in der falschen Tüte gelandet. Die Chicken Nuggets, die ich ja immer noch angesprochen habe. Genau, Hähnchenbrustfiletstücke, bla bla bla. Mit Cornflakes Panade. Bin mal gespannt, ob die bei der Kleinen so gut ankommen. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Wie gesagt, die Kinder machen sich die New Wraps rein. Dann, nur weil ich faste, müssen es ja die Kinder nicht. Und den habe ich was mitgenommen. War im Angebot für 99 Cent. Die Jumbo Erdnuss Flips habe ich einmal eingekauft. Und dann, das kennt ihr schon, dass wir die Sophie immer haben, diese Puffletties. Da nehme ich meistens die von Edeka Bio. Jawohl. So, dann habe ich wieder ein kleines Sandwich, Dinkeltoast mitgebracht. Und wichtig natürlich für die Fischstäbchenburger, diese Burgerbrötchen. Da habe ich jetzt eine Packung, das reicht locker, weil die Sophie isst eben nur Fischstäbchen, so ohne Burgerbrötchen. Genau. Und so, dann haben wir Vollkornrocken eingekauft, also Knäckebrot. 1,99 €, finde ich auch schon relativ teuer, gell, für ein bisschen Knäckebrot. Eigentlich kaufe ich sie immer im Angebot, aber ich hatte jetzt Lust drauf und deshalb musste ich jetzt halt für den Preis kaufen. Dann einmal Remoulade, jetzt nicht gerade so diättauglich, kommt aber halt einfach auf die Fischstäbchenburger drauf. So, dann für die Wraps. Ich wollte eigentlich Eiweiß Wraps kaufen, gab es auch bei Edeka, allerdings zum stolzen Preis von 3,99 € für, ich glaube, da waren nur 4 Stück drin, da dachte ich, ne, also beim besten Willen, gell, dann hatte ich mir eigentlich ein Rezept rausgesucht, dass ich die selbst mache. Ja, ich habe jetzt aber halt kein Proteinpulver da, nur eins mit Schokogeschmack. Schmeckt in den Wraps wahrscheinlich auch nicht ganz so geil, aber in den Waffeln kann ich euch empfehlen. Ich habe mir letzte Woche Proteinwaffeln gemacht, die machen so satt. Und die hatten echt nicht so viel Kalorien, also geht absolut klar. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann entschieden für Vollkorn-Wraps. Die hatte ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nie. Wir werden sehen, ob sie schmecken, ja. So, Sauerkraut habe ich auch noch eingekauft. 2 Pakete. Eigentlich nehme ich immer nur eins, aber wisst ihr was? Es gibt ja Kassler und Kartoffelpüree. Und Sauerkraut hat ja echt ganz wenig Kalorien. Deshalb habe ich ganz, ganz viel Sauerkraut. Nur ein kleines Stückchen Kassler und ein bisschen Püree. Ja. Naja, man muss sich ja irgendwie zu helfen wissen, gell? So. Und dann habe ich ein Eiweißbrot geholt, weil mir ein Fräuleinchen geschrieben hatte, dass das Edeka-Eiweißbrot mega lecker wäre. Ich dachte, ich nehme es jetzt mit. Bin aber jetzt nicht unbedingt so der Eiweißbrot-Fan. Ich glaube, das habt ihr ja auch anhand meiner Food-Diaries schon gemerkt. Ich esse ja lieber Knäckebrot, Reiswaffeln. Aber ich möchte es mal probieren. Dennoch hat eine Scheibe 95 Kalorien. Und jetzt gucke ich gerade Eiweiß 9,3. Genau. Naja, ich werde es auf jeden Fall testen. Ich bin ja eh gerade für euch am Food-Diary drehen eine ganze Woche. Eventuell teste ich das dann gerade mal mit euch gemeinsam, ja. So, dann habe ich milde Peperonis eingekauft für die Wraps dann heute. Dann zu dem Kassler habe ich noch eine dunkle Soße geholt. Meine Kinder wollen immer Soße. Die sagen immer, es ist so trocken ohne Soße. Ich bräuchte das nicht, zumindest nicht zu dem Gericht. Naja, auf jeden Fall Soße zum Braten dürfte mit. Dann wurde sich von den Kindern diese Knoblauchsoße gewünscht. Ja, auch für die Wraps. Ich werde diese Soße nicht drauf machen. Ich mache mir ganz klein wenig Naturjoghurt mit ein bisschen Ketchup. Da habe ich Ketchup eingekauft. Und ein bisschen Senf, Salz, Pfeffer. Und das schmeckt dann wie so eine Big Mac Soße. Na, wer schreibt mir? Genau, richtig. Ketchup. Ey, alter Schwede, ich war entsetzt. Der hat auch irgendwann mal 89 Cent gekostet und so mega lang ist das nicht her. Ich habe heute für den günstigsten der günstigen 1,70 € bezahlt. Okay, oder? Ich meine, klar, ich hätte auch auf meine Big Mac Soße verzichten können. Ich will die aber unbedingt essen und deshalb habe ich Ketchup gebraucht, nur weil ich so ein kleiner Klecks. Ach, das ist verrückt. Das fällt mir gar nicht, ich hätte ja eigentlich auch passierte Tomaten nehmen können. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, ne? Naja, so ist es jetzt halt. Ich habe mir Thunfisch geholt.
Der Janis hat sich letztens einen Tomatensalat bestellt, als wir Essen bestellt hatten, und hat irgendwie ein paar Tomaten bekommen mit ultra viel Zwiebeln und mega, mega viel Thunfisch. Er isst aber gar keinen Thunfisch. Ich habe ihn gegessen und der Salat war so lecker. Den möchte ich mir jetzt unbedingt die Woche nochmal nachmachen. Ja, voll geil. So, dann habe ich mir wieder eine Paulana Spezi Zero mitgenommen. Die werde ich jetzt gleich trinken, wenn ich für euch diesen Food Haul fertig mache. Es ist halt, man muss es halt einfach sagen, ich habe es euch ja auch letzte Woche schon gesagt, oder vor 2 Wochen, es schmeckt einfach geiler, wenn Zucker drin ist. Es ist Zero-Getränke sind jetzt halt einfach nicht meins. Meistens trinke ich dann einfach lieber Wasser oder Tee. Ich wollte jetzt aber trotzdem beide Dosen. Muss man nicht verstehen, gell? So, und dann habe ich nochmal Müsli eingekauft. Dieses Cereal Timeout steht da jetzt drauf. Trilling Früchte und Oats Früchte Müsli. Genau, richtig. So, und dann durfte noch eine Dose Mais mit für die Wraps. Ich habe mir aber auch was gedacht, ich muss nur noch mal die Vanessa Nicole fragen, bei ihr hatte ich das in der Story gesehen. Sie macht übrigens gerade Weight Watchers und sie hatte da letztens einen Thunfisch-Dip gemacht, da war nämlich auch Mais drin, der hat 0 Punkte. Das war echt eine ordentliche Portion, was sie da gemacht hat. Muss sie noch mal fragen, wie sie das gemacht hat. Ich meine, es war Frischkäse Light, eine Dose Thunfisch, Gemüse nach Wahl. Ich meine, sie hatte halt das drin und Zwiebel, meine ich. Naja, auf jeden Fall muss ich es mal fragen, weil ich glaube, das ist auch nicht eine geile Sache dann, ne? So, zum Schluss habe ich noch was gekauft, um meinen Sohnemann glücklich zu machen. Eine Riesenflasche Maggi. Guck mal, was das für ein Oschi ist. Diese Woche im Angebot für 3,99 €, weil ich musste eh Maggi kaufen, weil uns das ausgegangen ist. Und mein Sohn kann einfach nicht ohne Maggi. Wobei ich sagen muss, so gerade an Salate mache ich es eigentlich auch ganz gern dran. Ja, deshalb diese Riesenflasche. Genau, und somit ist auch das letzte Tütchen leer und wir sind am Ende des Food Hauls angelangt. Also hoffe ich einfach, es hat euch gefallen. Ihr wisst, ich freue mich wie immer über euer Däumchen nach oben, über euer Feedback hier unten in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns einfach übermorgen, ja, zum neuen Video wieder. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.